Das darf man sich gerne trauen, was Negatives in der Kunst zum Sägen. Aber es gibt viel Blödsinn in der Kunst, ja, das ist so. Zeigt für mich sehr deutlich, wie der gesamte Lebensvollzug hektischer geworden ist, chaotischer geworden ist. Und von daher ist die zeitgeistige Kunst, also die aktuelle Kunst, die wir heute sehen, schwer zu verstehen. Sie ruht. Versteht es halt manchmal einfach nicht, was mit alles drin werden soll. Ich wundere mich, wie schnell es auf und ab gehen kann mit Künstlern, mit Namen. Was kommt und wie schnell wird das sein? Dass Kunst so viel Geld kostet in der heutigen Zeit. Kunst, der Welt viel übrig. Nur dieses Bild mit einem bunten Rahmen oder so ist für mich nicht gerade Kunst oder so, eine Sudelei oder eine Schneeschaufelwurfel, wo aber hängt, wie zum Beispiel im Museum of Modern Art oder so, hat mich jetzt nicht gerade so begeistert. Kunst wird leider sehr oft von eingebildeten Menschen gemacht. Also mir wundert es überhaupt nicht, dass manche Künstler überhaupt kein Geld haben. Vor allen Dingen dieses Klischee des Malergenies, weiter tradiert wird die ganze Zeit und dass noch ein sehr sexistisches Bild herrscht. Weil man sich auch die Zahlen mal anschaut auf dem Markt, welche Kunstwerke verkauft werden. Kunst aber auch nicht teilweise ein Schmarrn. Die Verständlichkeitsgrad ist manchmal schwierig. Nur für wenige verständlich gut. Das Ganze kann man natürlich auch in Frage stellen. Das ist aber nichts Negatives, das ist einfach eine kritische Haltung gegenüber der Kunst, sollte man entwickeln. Man kann sie nicht einfach nur akzeptieren. Vieles der modernen Kunst ist negativ. Ich bin Deutscher, wenn ich beispielsweise in die Oper gehe bei uns in München, dann schauen wir diese Inszenierungen an. Kunst ist Zensur, 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 Zensur.